Im nunmehr 10. Jahr seiner vergleichenden Kindersitztests hat der ADAC wieder 27 verschiedene Sitze und Babyschalen getestet. Dabei handelt es sich um Modelle, die neu auf den Markt gekommen sind oder vom Hersteller verändert wurden und eine ECE R44-Zertifizierung besitzen. Wir haben Kindersitze aus allen Gewichtsklassen geprüft, das heißt also von der Geburt an bis zum Ende der Kindersitzpflicht. Die Schwerpunkte lagen dabei auf der Sicherheit, im Frontal- und Seitenaufprall und auf der Bedienung. In diesem Jahr war zwar kein Sitz mit der Note sehr gut dabei, aber die Eltern können in jeder Klasse aus mindestens zwei Modellen mit der Note gut auswählen. Es gibt immer noch Kindersitze, die beim Seitenaufprall nicht befriedigend schützen. Das heißt also, das Kopf des Kindes verbleibt nicht im Sitz und schlägt ans Fahrzeug. Beim Seitenaufprall ist es wichtig, dass der Kindersitz verhindert, dass das Kind ans Fahrzeug schlägt. Das hat der Sitz hier in diesem Fall gut gemacht. Es sind keine Abdrücke an der Seitenverkleidung zu erkennen. Besonders wichtig ist der Schutz für den Kopf. Kopfverletzungen sind beim Seitenaufprall besonders häufig und auch besonders schwer. Auch beim Frontalaufprall gab es einige Versager. Das heißt, es gibt immer noch Kindersitze, bei denen der Beckengurt in den Bauch des Kindes rutscht oder bei denen die Armstützen abbrechen. In der Kategorie 0, 0 bis 10 Kilogramm für Kinder bis ein Jahr, erhielt der Casual Play Prima Fix ein ausreichend. In der Kategorie 0 plus, 0 bis 13 Kilogramm bis 1,5 Jahre, gab es ein Gut für den Maxi Cozy Pebble mit Family Fix Basis. In der Kategorie 1, 9 bis 18 Kilogramm von einem bis circa 4 Jahre, erhielt der Pack Perecho Viaggio 1 Duo Fix ein befriedigend. In dieser Klasse gab es ein Gut für den Kiddy Energy Pro. In der Kategorie 1 bis 3, 9 bis 36 Kilogramm von einem bis circa 12 Jahre, erhielt der Safety First TriSafe Plus ein ausreichend. Das Urteil gut bekam in dieser Gruppe der Kiddy Guardian Pro. In der Kategorie 2 und 3, 15 bis 36 Kilogramm für das Alter von 4 bis 12 Jahren, gab es ein ausreichend für den Chico Key 2 bis 3 Ultrafix. Und in der gleichen Klasse erzielte der Concorde Transformer T ein Gut. In den 10 Jahren, in denen wir jetzt den vergleichenden Kindersitztest veröffentlichen, sind die Produkte deutlich besser geworden. Sie erfüllen Anforderungen beim Frontalaufprall, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Und auch beim Seitenaufprall sind die Kindersitze deutlich besser geworden. Wichtig beim Kauf des Kindersitzes ist, dass man mit dem eigenen Fahrzeug und dem eigenen Kind ins Geschäft fährt, dort verschiedene Produkte ausprobiert mit dem Kind und dem eigenen Auto. So stellt man dann fest, mit welchem Produkt man besser zurechtkommt. Die Qualität der Kindersitze hat nicht zwingend etwas mit dem Preis zu tun. Vorsichtig muss man sein bei sehr billig angebotenen Kindersitzen, aber in der mittleren Preisklasse sind durchaus gute Produkte dabei.